Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind wieder auf der nordfriesischen Marsch, vierfach ohne Gräben und ich bin wie immer der Schotti von der Testeria. So, Mehl. Die Mehlfabrik ist voll. Das ist aber der Ausnahmezustand. Wir haben ja nur ein relativ kleines Roggenfeld und wir haben aber festgestellt, dass wir unheimlich großen Bedarf an Mehl haben, was die Bäckerei angeht. Das heißt, ich muss dran denken, wenn wir in die Feldarbeit gehen, muss ich ein Feld hinzunehmen, wo ich dann auch zusätzlich noch Roggen ansehe, damit wir hier die Mehlfabrik richtig ans Laufen kriegen und der Bäcker auch richtig versorgt werden kann. Ne? So. Mehl, 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 Mehl. Wir müssen jetzt das ganze Mehl erstmal. Ja. Da kommt was beisammen. Wir müssen das ganze Mehl jetzt erstmal zum Bäcker kriegen. Gott sei Dank ist der ja um die Ecke. Aber erstmal alles aufladen. Und ja, der Bedarf an Mehl ist riesig bei dem. Ne? Das haben wir immer wieder festgestellt. Hier mal runter von der Platte. Nicht nur, dass der viel Mehl aufnimmt, die Bäckerei, nein, sondern der Verbrauch. Ne? Mehl wird ja da quasi für alles gebraucht. Nicht? So. Machen wir den Anhänger auch voll. Zup, und dann bringen wir das mal weg. Ja, die Bäckerei wird das alles verschlingen. Da bin ich mir sicher. So müsste das gehen. Abladen. Und abladen. So, da dürfte eigentlich nichts von überbleiben. Na, wie man sieht, ist gleich leer der Trigger. Und wenn wir hier gucken gehen. Läuft jetzt wieder. Wir sind hier bei noch nicht mal 40%. Da geht ja richtig was rein. Okay, ist ja kein Problem. Wir holen Nachschub. Wir haben ja immerhin 350.000 Liter produziert gehabt, ne? Oder? Ja, so war das. Mehlfabrik öffnen. So, so. Maximum erzeugen, 20 Paletten. Ja, 14%. Wollen wir mal absahen hier. Autolord ist mega wichtig. Ach jetzt. Hat da wieder einmal in die falsche Richtung gelenkt und so, ne? Seht ihr? Und dann ist schon wieder alles komisch. Some Stress hier. Volle krass, ey. Und so. Ne, ist doch richtig. Hier öffnen. Den Rest. So. Auf Anhänger switchen, Autoload-Modus aktivieren. Und dann fahren wir den da mal ran. Alle Paletten weg und zur Bäckerei. Also mit dem einzelnen kleinen Roggenfeld, das wir haben, kriegen wir nicht diese Mengen geliefert, dass die Produktion dann auch wirklich voll ist. Ne? Das heißt, wir müssen noch mindestens ein Feld dazu nehmen. Dann gerne auch mit Roggen, ne? Wegen dem hohen Ertrag. Damit wir jedes Mal so viel Mehl wie jetzt hier produzieren. Und ob das dann reicht? Ich weiß nicht. Wir werden es merken. Vielleicht brauchen wir noch eine zweite Mehlfabrik. Wenn hier jetzt noch später Obst hinzukommt und sowas, ne? Komm, fall runter. Ja, so soll das sein. So, Eier müssen wir noch bringen. Obst, wir haben ja die Plantage besorgt. Mehl wird nicht ganz voll, ne?
Und hier noch die anderen Sachen. Butter, Vollmilch, Joghurt, Sahne. Kommt alles noch hier rein. Und ich dachte, das wären dann Endprodukte. Nein. Die Bäckerei, die nimmt uns einiges weg. Naja. So, Mehl. Ach so, gucken. Nochmal. Nochmal, 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 nochmal. 70%, alles klar. Hüpfen. Ah. Ist schon. Und hier coming soon. Und hier coming soon. So, na, gut, die Bäckerei ist versorgt, Mehl ist drin, die kann jetzt wieder, ich meine, ne, die kann jetzt wieder Gas geben. Und wir fahren jetzt zur Ölmühle. Die Ölmühle, ganz easy. Das einzige, was wir hier zu verkaufen haben, ist das Sojaöl. Rapsöl haben wir nicht. Sonnenblumenöl haben wir nicht. Sojaöl. Da sind noch Sojabohnen drin. Nicht alle verarbeitet. Das heißt, ja, ist so, ne? Von der Produktion her. Das war's. Nicht mal eine LKW-Ladung. So, aufladen. Erst die Zug, 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 Zugmaschine. Und dann den drangehängten, angehängten Hänger. So, na. Gut. Festmachen. Vorne. Und, ah ja, jetzt müssen wir gucken. Den Preis. Sojabohnen hier Sojabohnen. Sojaöl ist hier Endprodukt. Kann also nur verkauft werden. Da. Edeka. Da sind wir wieder. Ne? Otto Walkes, sein Zwerg Edeka und Wichtel Aldi. Und ab geht's. Und dann tappen wir mal durch, was die anderen noch so machen. Ja, viel Mobilität ist auch nicht mehr. Ne? Die meisten Arbeiten sind erledigt. So, Pflanzenschutzmittel hier, unser Lager ist aufgefüllt. Das heißt, wir können jetzt hier den Überschuss auch wieder. Ne, da war es doch schon. Den Überschuss an Pflanzenschutzmittel auch wieder veräußern bei Reifeisen. So, Reifeisen. Reifes Eisen. Bitte sehr. Und weiter im Text. Hier wird immer noch Wasser gefahren. Bin gerade am Überlegen. Man darf von der Streckenführung noch mal was verändern. Ja, komm. Never touch a running system. Ja, das war's auch schon, ne? Verkauf von Pflanzenschutzmittel, Wassertransport für das, ne? Der Fußgänger für die Kalkproduktion. Ja. So, dann werden wir hier das Sojaöl jetzt verkaufen. Da haben wir da ein bisschen was vom Anhänger geklaut. Aber das kriegen wir schon hin. Es ist ein Endprodukt. Ja, wollen wir mal gucken. Wie ich es immer sage, die kleinen fleißigen Praktikanten und ja. 238.000. Ja, das geht. So. Das vom Anhänger. Also für Hintergrundgeräusche, ihr kennt das bei mir, ne? Es ist schönes Wetter. Nochmal zwei oben drauf, okay. Ich habe die Balkontür offen, damit das hier einigermaßen erträglich für mich ist. Ja, der letzte Rest. Dann gibt es noch mal Geld oben drauf. Das ist nicht hier vom Edeka gewesen. Das ist Verkauf Pflanzenschutzmittel. Jetzt. Jetzt. Nein. Jetzt nicht. Jetzt. Nein, nicht jetzt. Jetzt.
151.000 noch mal oben drauf. Okay, das hat gelohnt. Das hat gelohnt. Das gab richtig Geld. Wir machen jetzt weiter bei der Bäckerei. Da ist ja wenigstens schon Brot und Brötchen. Der Rest kommt noch. Bäckerei. In der Zuckerbäckerei. Nein. Nein. Sind wir nicht. So, Brotherstellung 28%, Maximum 28 Paletten leer. Geil. Aufladen. Ihr seid doch nicht ganz dicht. Doch, sind wir. Nur keine Dichter. Das war wieder klassisch. Ne? Das war wieder klassisch. Brot. Brot. Festmachen. Festmachen. Brotpreis. 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 Brot. 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 Brot und dann Brötchen. Hier Brot. Bester Preis. Lidl. Ja. Lidl ist wieder richtig special, aber die haben auch ganz flinke Azubis, die dann helfen hier beim Abladen. Das Schlimme ist ja, man hat immer diese Jingles oder Slogans im Kopf, ne? Lidl lohnt sich. So, abladen, festmachen. Ablademarkierung. Und na, wir könnten ein bisschen weiter nach hinten versuchen. So. Das ist das Brett. The Brett makes me so sweat. The Brett. Brett Brot. Brett. Brad Pitt? Ah, das ist wieder eine andere Sache, ne? So, dann können wir die Ladung von hinten. Stimmt daneben packen. Warum drehe ich die Kamera nicht gleich so? Dann sieht man doch viel mehr. Und ein bisschen Abstand vom Stapel noch kriegen hier. Ja. Und runter. Und dann warten wir, was passiert. 406.000 mit Brot, aber guckt mal, warum willst du denn nicht? Also, ich bin ja ein echt. So. Ne? 406.000. Mit Brot, Leute. Das heißt gleich noch die Brötchen eben. Und jetzt stellt euch mal vor, wir haben noch die anderen Sachen. Das ganze Gebäck und alles. Boah. Ach, und der Schlachter. Ah, der Schlachter. Apropos Schlachter. Nee. War jetzt so eine Überlegung, ne? Wegen der Mörs und der Bös und der Mörbös. Also der Schafe. Ja, hier wird abgebaut. Die kleinen fleißigen Azubis. Schwupp und nochmal 48.000. 450.000. Wir haben Brot verkauft für 450.000 Öcken, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Für 450.000 Euro pro. Naja, so. Ab zur Bäckerei. Da haben wir noch die Brötchen. So. Brot ist weg. Brötchen. Ah, dasselbe Spiel, ne? 21 Paletten. Dann wollen wir mal ran an die Paletten. An die Brötchens.
Brötchens, 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 Brötchens. Na komm, ach komm, zwei Paletten jetzt echt. Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. Ach, eine bleibt über hinten. Na komm. Einsam und allein, genau. Auf dem Anhänger. Prima. So, Brötchen. Bester Preis. Auch Lidl. Ja, seht ihr, da bewahrheitet es sich wieder. Lidl lohnt sich. Lidl lohnt sich. Ah, und ab geht's. Gut. Und gerade wie gehabt, ne? Ich rangiere mir den jetzt mal hier zurecht. Hat er sich den vom Anhänger mitgeschnappt, sieht er? Na, ist ja nicht das Problem. Das ist ja nicht das Problem. Dann machen wir das so. Und dann. Schwupps. Oh. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Hier. So. Wird er jetzt abgesaugt? Ja. Wird abgesaugt. So machen wir das dann jetzt. Und. Ja. Die Uhr tickt. Schauen wir mal, wie viel das gibt. Schuhkartonweise Brötchen. Naja, nicht ganz. Also Schuhkarton ist es nicht, ne? So. Aber dass sich so die Mühe gemacht wurde, ne? Dass das hier so Karton für Karton verschwindet. Das hat ja auch was. Aber. Na, mach mal leer hier. Mal leer. Die Leerpaletten, nicht? So, 346.000 Euro Brötchen. Okay, die Leerpaletten, ne? Eigentlich sind doch die Leerpaletten gar kein Verbrauchsmaterial. Die könnten ruhig übrig bleiben, dass man die wieder mitnimmt und wieder verwendet. Ich meine, im Real Life ist das auch so, ne? Auf Leerpaletten ist sogar Pfand drauf, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Naja, gut. Zuckerfabrik. Abholen. Da fahren wir jetzt hin. Genau. Also Palettentransport haben wir noch eine Menge vor der Brust. Hier wird Pflanzenschutzmittel verkauft. Na, wieder 40.994, also fast 41.000. Und das ist ein sehr, sehr zufriedenstellender Kontostand. So, dann wollen wir mal schauen. Z wie Zucker. Zuckerfabrik öffnen. 26%. Okay, die Produktion ist dann nicht so 7000 Liter die Stunde. Eigentlich ist sie schnell. Aber naja, gut. Maximum 24 Paletten. Oh, dann bleibt dann noch was übrig. Das ist gut. Das ist gut. Zucker geht erstmal natürlich an die Bäckerei. So. Aufladen. Alles schön Huckepack. Dann noch den Anhänger. Eine ist noch. Holst du dir? Jawohl. Und rüber zur Bäckerei. Halt, stopp. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Zuckerfabrik. Öffnen. So, 14%. Nochmal 24 Paletten. Hm. Nochmal 24 Paletten, da geht noch was, da ist noch mehr. Das ist hier quasi Werksverkehr, es ist alles in der Nähe. So war das ja auch von mir gedacht, ne? Dass man gar nicht erst immer so weit fahren muss, die Sachen holen. Und so, und das natürlich dann letzten Endes auf die Performance ging, aber... Das ist okay. So. Zack.
Zack. Und dann wollen wir mal gucken, wie viel davon reingesaugt wird. So, Zucker ist voll. Zucker ist voll. Weil einfach nicht verbraucht wurde. Hätte ich doch vorher gucken können, oder? Ehrlich. Dann hätte ich mir hier die ganze Arbeit gar nicht machen müssen. Also können wir auch Zucker verkaufen, weil das einfach Überschuss ist, ne? Schub, 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 schub. So. Bester Preis für Zucker. Zucker. El Zucchero. Zucker. Na komm. Also Zucker ist kein Endprodukt. Deshalb wird man da nicht so viel mit verdienen. Am Hafen. Ich bin mir da. Lidl. Das schon eher. Der Zucker am Hafen ist der Global Company Zucker. Wir fahren wieder nach Lidl, weil Lidl lohnt sich. Aber so. Wir haben ja noch mehr Zucker abzuholen als das, was jetzt hier drauf ist. Würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Wollen wir noch mal eben gucken, wie weit wir hier sind. Turnschuhe anziehen. So. Hier fehlt auch noch eine Menge Wasser und Pflanzenschutzmittel. Ich renne mal hier durch. So. Ah, da ist auch noch ein bisschen was zum Verkaufen. Verkäufen stimmt ja nicht. Verkaufen. Haben wir hier Wasser angeliefert? Nein. Warum nicht? Haben wir beim Flüssigdünger Wasser angeliefert? Auch nicht. So, komm her. Da müssen wir natürlich auch noch weitermachen. Auf dem Hof gibt es einen Wasseranschluss. Und damit belieferst du Flüssigdüngerproduktion. Und nicht mit Diesel, mit Wasser. Dürfen wir nicht vergessen. Ne? Sonst kommen die Produktionen zum Stillstand, ohne genug zu produzieren. Das wollen wir nicht. Juti. Alle anderen Fahrzeuge stehen. Der nicht, der verkauft. Der lädt ab. Wo ist denn mein Mehl? Nicht Mehl, Zucker. Dann machen wir beim nächsten Mal das süße Geschäft mit dem Zucker, ihr Lieben. Ich war bin und bleibt der Schotti von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.